Guten Abend und willkommen zur nächsten Folge hier beim Sochi 2014 Olympia Spezial. Ja, heute wieder mal ein nicht ganz so toller Tag. Ja, gehen wir mal auf die Medaillen ein. Freestyle Skiing. Ja, da gab es nichts. Also heute gab es generell nicht eine einzige Medaille für die Deutschen. Beim Freestyle-Skiing haben die Kanadier abgesamt, einmal Gold, einmal Silber beim Slalom. Schade, nach dem ersten Lauf war Maria Höfel-Riesch noch auf dem zweiten. Nach dem zweiten Lauf dann, weil dieser wirklich deutlich zu langsam war, dann leider nur auf dem vierten. Und daher gibt es keine Medaille, auch wenn ich es mir leider, oder ja, wenn ich es mir eigentlich erhofft hatte, oder ja, eigentlich ist er da ja auch wirklich gut. Also Silber hätte es schon werden dürfen, aber so wurde es leider nichts, ja. Michaela Schifrin aus den USA hat hier die Goldene geholt. Dann hatten wir noch das Curling-Finale, da waren die Deutschen sowieso nicht vertreten, da haben die Kanadier gewonnen. Beim Biathlon, das Thema, das wollen wir heute lieber ganz vergessen, das war nur der 11. Platz, also viel schlechter geht es eigentlich nicht mehr. Also das Biathlon der Damen ist extremst abgerutscht, auch wenn man noch bedenkt, dass es ja heute einen ersten Dopingfall gab, und zwar Efi Sachenbacher-Steele ist, ja, kommt ins Geschichtsbuch für den ersten Dopingfall bei den Winterolympischen Spielen. Und das gab es nämlich noch gar nicht. Also sie ist die erste Deutsche, die hier des Dopings überführt wurde. Ich sag mal herzlichen Glückwunsch, der Geschichtseintrag ist sicher. Und obwohl man dann noch fleißig am Dopen war, auch wenn sie das ja abstreitet oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwie was, ist es immer peinlich. Wenn man den Massenstart mal bedenkt, 20 Schuss, 20 Treffer und als Ex-Langläuferin schafft man es denn gedopt nur auf dem vierten Platz, also das ist dann schon irgendwie ein bisschen peinlich, aber gut, jedem seine eigene Meinung dazu. Gut, und dann haben wir noch Shorttrack gehabt, eine ganze Menge, da gab es dann einmal Gold für Korea und zweimal Gold für die Russen, ganz erfolgreicher Tag also für Russland. Wenn wir jetzt auf den Medaillenspiegel gucken, wo sich wirklich nichts Großartiges seit einer Woche mehr geändert hat für die Deutschen, ja, da sehen wir dann, oder seit drei, vier Tagen, da sehen wir jetzt, dass die Deutschen mittlerweile schon auf Platz 5 durchgereicht worden sind. Die USA, Kanada, Russland und Norwegen, die haben mindestens eine Goldmedaille mehr und auch deutlich mehr Silberne. Also wenn Deutschland nochmal nach vorne kommen möchte, dann müssen sie wirklich drei Goldene holen und das schaffen sie in 100 Jahren nicht. Also leider sehr enttäuschend. Also es fing wirklich richtig gut an. Der Rodeltrupp hat ja auch wirklich richtig viel beigesteuert. Vier Goldene, alleine schon die Hälfte davon. Wäre es bei den Biathleten ein bisschen besser gewesen und auch beim Bobfahren, eine Entscheidung steht ja noch aus, dann wäre das vielleicht was geworden mit dem Medaillenspiegel. So muss man halt gucken, wie sieht es denn in Südkorea dann aus. Einfach mal abwarten. Ja, dann wollen wir mal auf die Medaillen für morgen drauf eingehen. Da haben wir eigentlich ein ganz buntes Feld, wie ihr sehen könnt. Ja, da geht es dann los mit den Snowboard-Wettbewerben im Parallelslalom. Da sind übrigens die Qualifikationen ab 6.15 Uhr, also früh aufstehen, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten kann es sein, dass die meisten Deutschen dann schon weg sind. Hier haben wir bei den Damen haben wir 30%, sage ich mal, ungefähr Chance auf eine Medaille. Leider war es relativ enttäuschend, was sie jetzt bei dem Parallel-Riesenslalom gezeigt haben. Also jetzt müssen wir zusehen, dass Selina Jörg, Isabella Laböck, Amelie Kober und Anke Carstens hier ein bisschen was Zählbares nach Hause holen. Wäre ja schön. Ja, und bei den Herren haben wir auch wieder den Patrick Busler am Start. Der hat ja mit seinem vierten Platz beim Parallel-Riesenslalom richtig gut aufgetrumpft. Das war ja wirklich eine saustarke Leistung. Und da haben wir dann auch noch Alexander Bergmann und Stefan Baumeister. Und hier, weil der Patrick Busler wirklich eine richtig super Leistung gezeigt hat, einfach mal ein paar mehr Prozent, 35% tippe ich einfach mal drauf, dass das was werden könnte. Nicht so schlecht. Ja, dann Langlauf, 30 Kilometer Massenstart der Damen. Da haben wir Nicole Fessel und Katrin Zeller am Start. Schwierig zu sagen, was es wird, denn die beiden Athletinnen haben bisher noch nicht so richtig gute Ergebnisse einfahren können. Von daher, mal abgesehen jetzt von der Staffel, von daher
denke ich mal, dass es im Einzelwettbewerb wirklich sehr, sehr schwer werden wird. Ja, Ski-Alpin-Slalom, nachdem das heute leider nichts wurde, nur der vierte Platz. Ich meine, ein vierter Platz bei Olympia ist wirklich schon richtig, richtig gut, muss man wirklich so sagen. Hoffen wir, dass es morgen ein bisschen besser wird, dass der Felix Neureuther nach seinem guten Start in die Olympiade, nachdem er ja auch diesen Autounfall hatte, mit dem achten Platz im Riesenslalom, was ja jetzt nicht unbedingt seine beste Disziplin ist, dass er da die Chance hat, hier Gold nochmal zu holen, auch wenn es im Medaillenspiegel nicht großartig was bringen wird. Ich denke mal, besser als Platz 5 wird Deutschland da nicht werden. Denn auch vor allem Kanada wird hier noch ordentlich Medaillen sammeln. Die werden, denke ich mal, am Ende dann ganz vorne sein. Ja, und dann haben wir noch Eisschnelllauf. Zweimal Teamverfolgung Damen und Teamverfolgung Herren. Sowohl als auch nicht qualifiziert, leider. Die erste Runde, die war auch schon heute, glaube ich. Und ja, somit bei beiden leider keine Medaillenchance, 0%. Und dann haben wir ganz zum Ende noch Biathlon. Das, was ja, die Sportart, von der keiner was wissen will, in dieser Olympiade von den Deutschen. 4x7,5 Kilometer Staffel der Herren sind, denke ich mal, die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich mal, höher als bei den Damen. Hoffen wir einfach mal, dass Simon Schemp und Co. hier eine gute Leistung zeigen und sich dann vielleicht auch nochmal in der Staffel dann wenigstens dann mit der zweiten Medaille dann belohnen. Wäre ja nicht schlecht. Ja, ich bedanke mich dann erstmal fürs Dabeisein. Morgen gibt es dann die allerletzte Folge, ungefähr wieder 21 Uhr, eventuell auch ein bisschen später, müssen wir einfach mal sehen. Und ja, genießt es nochmal morgen, 7 Entscheidung gibt es dann nochmal. Am Sonntag sind es dann nur noch 3 und danach ist dann die Olympiade auch erstmal wieder vorbei. Und ja, wir sprechen uns dann morgen nochmal mit der letzten Folge. Und ja, wäre schön, wenn wir uns dann wieder sehen. Bis dann.